Hallo und herzlich willkommen hier mitten im Dschungel bei Starbound. Zusammen mit dem Maggi. Hallo. Und ich hüpfe in die falsche Richtung. Wir wollen nämlich hier Eisen sammeln. Und dafür müssen wir mal gucken. Ich höre schon wieder was rumflattern. Oh, hier geht's ganz schön steil nach oben. Stimmt. Graben wir uns durch, hä? Ja. Ich habe das Gefühl, dass wir bei unserem Probespiel viel schneller unsere Meta-Manipulator abgedatet hatten, oder? Ja, da haben wir auch viel mehr Kisten und sowas gefunden, wo wir halt diese Upgrades drin gefunden haben. Okay. Waren wir da weiter unten, oder was? Ich weiß nicht, hatten wir wahrscheinlich einfach mehr Glück mit dem Planeten. Kohle. Na, hier kommt doch schon wieder was Pflanzliches. Das heißt doch eigentlich, dass wir bald wieder draußen sind, oder? Na, vielleicht doch nicht. Ja, da wieder so ein Pflanzenbiom. Ja. Achso, ich wollte ja auch gucken, ob wir diesen Lantern-Stick bauen können, weil der ist nämlich echt gut. Da müssen wir uns nicht die ganze Zeit darum kümmern, dass wir Fackeln überall aufhängen. Stimmt. Also ich könnte... am Crafting-Table könnte ich eine Laterne craften, ich weiß nicht. Der heißt irgendwie Lantern-Stick oder so ähnlich, oder... Der Lantern on a Stick oder so. Ja, ich baue jetzt hier als Kohle ab, aber wir brauchen ja eigentlich Eisen. Eigentlich war die Stelle, wo wir die Core-Fragments gesammelt haben, die war nicht ganz gut. Da gab es ziemlich viel Eisen. Das war ja bei mir auf dem Planeten. Wir könnten auch da nochmal runtergehen. Oh, hier. Das müssen wir natürlich auch mitnehmen. Ja, wir brauchen ja noch... 20 für so eine, also wir brauchen ja glaube ich ganz schön viele davon für so eine coole Jacke, die ein Bewohner aus dem Dorf gerne haben möchte. Dafür müssen wir Fabric herstellen. Da muss jemand für uns so einen Garnspinner bauen, so ein Spinnrad. Ja. Aber hier, das mit den Pflanzen hier ist auch schon mal ganz gut. Huch. Wieso hüpft er nicht so hoch? Hallo? Wieso hüpfst du nicht mehr? Deine Sprungfedern kaputt. Ich glaube, jetzt geht's. So, oh, hier gibt's Rosenbäume. Ja, und solche komischen Bäume, die, wenn du die abbaust, Pflanzenfasern fallen lassen. Und ich habe Zuckerrohr bekommen. Das heißt, wir können uns einen Kuchen machen. Wo hast du das hier? Was hast du abgebaut? Das Ding da. Aber ich weiß nicht, ob es davon kommt oder ob ich. Du kannst auch hier durch den Boden laufen, kriegst alles mögliche an Zeug. Das habe ich sonst immer gemacht. So, was habe ich jetzt hier? Das sind Unrefined Woods, okay. Und diese Bäume hier geben halt auch ganz viel Pflanzenfasern. Okay, dann bauen wir die auch ab. Ne, die anderen, diese länglichen. Achso. Ja, Spiralbäume. Pass mal, wir bauen mal hier so eine kleine Drittstufe noch rein. Oh, da ist eine Kiste. Ja, Mist. Ach, hey, ist da viel drin. Aber nichts Spannendes. Nur diese ganzen Blueprints da. Kannst du irgendwelche neue Sachen erlernen? Ach, das nehme ich aber mit. Die baue ich komplett ab. Oh, hier sind... Hier sind irgendwelche laufenden Blumen oder sowas in der Art. So, Plant Fibers können wir sehr gut gebrauchen. Da kann man nicht Bandages draus machen. Also Bandagen, damit kann man sich heilen, wenn man verletzt ist. Deswegen ist ganz wichtig, dass man davon auch ganz viele sammelt. So, mal hier hinten gucken. Ach, jetzt weiß ich, warum es so komisch klingt hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 3, 4, 5, 6. So, ich hatte nämlich vorhin was hier umgestellt. Jetzt ist der Ton, glaube ich, ein bisschen besser wieder. Weil vorhin gab es hier während einer Aufnahme, also heute Vormittag bei Rising World, da war hier so viel Flugverkehr, da musste ich mal meinen Gain runterstellen. Ah, okay. Sonst konnte man die ganze Zeit die Flugzeuge hören. Juhu. Bist du lieb oder bist du böse?
lieb. Du hast diesen Spiralbäumen bekommen von dieser. Was ist denn hier unten? Und hier ist auch Zuckerrohr. Wenn du hier runterkommst. Ins Tal. Ich hab gerade. Wie heißen denn diese Perlerbsen auf Deutsch nochmal? Diese normalen. Also ich habe gerade gelernt, wie man Erbsenmarmelade herstellt. Kann ich mir jetzt nichts drunter vorstellen. Das ist, glaube ich, Sugarcane. Ah. Ja, das ist Sugarcane. Ist das Sugarcane Seed? Ja, Seed. Die müssen wir also noch anpflanzen. Ich glaube, wir müssen daraus auch Sugarcane bekommen haben. Sugarcane Seed. Dann halt nicht. Tolles Spiel. Das ist natürlich wieder Nacht. Tolles Spiel. Ja, wir müssen natürlich auch gleich darauf achten, dass wir dann. Ja, ich glaube, wenn wir hier oben an der Oberfläche rumlaufen. Was ist das denn? Da werden wir wenig Eisen finden. Was ist das? Oh, das sieht sehr gut aus. Sieht spannend aus. Es tut aber nichts. Macht nichts. Es lebt noch nicht mal. Ich wollte dich nicht einsperren. Gleich mal oben drüber gehen und um zu gucken, was da oben ist. Ein Vogelnest, so wie es aussieht. Vielleicht gibt's da Eier. Das könnte sein. Jetzt habe ich den Vogel gerade verjagt. Ja, hier gibt es ein Ei. Na also, haben wir schon mal eine Eierquelle gefunden. Schon mal sehr gut. Ah, jetzt komme ich hier nicht drüber. Doch, komme ich drüber. So. Dupidoo. Noch so ein hier komisch. Noch Sugarcanes. Noch so eine komische Säule. Sugarcane. Also Sugar bekommen wir und wir bekommen Sugarcane Seeds. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das heißt, wir können uns jetzt einen Kuchen Flump machen. Flump. Flump. So. Ich baue mal ganz viele von diesen Fibers ab, weil dann können wir erstmal den ganzen Schwung von den. Ja. Oh. Können wir erstmal den ganzen Schwung von den Bandages machen? Ja. So, wir brauchen es ja auch noch für diese coole Jacke. Die im Dorf jemand haben will, hatte ich ja schon gesagt. Ja. Dafür brauchen wir auch dieses Pflanzenfiber. Dann. Dann bauen wir das Ganze einmal ab. So, ich laufe jetzt einfach mal über den Boden und baue hier einfach mal wild alles ab. Wir müssen uns aber, glaube ich, mal nach unten graben. Ich habe auch so das Gefühl. So, Jump'n'Runs hier. Das ist genau das, was ich nicht kann. Ich denke ja, als wir kommen hier vielleicht da gleich an die Stelle, wo wir reingekommen sind, aber es sieht nicht so aus. Oder ein etwas größerer Planet. Ups. Sugar. Sugar. Sugar in the morning. Pinkel nochmal. Denk an und dann fällt es irgendwann zusammen. Ich würde mich halt gerne an der Stelle, wo wir nach unten gebeamt haben, da würde ich mich gerne nach unten graben, damit wir nicht das nächste Mal das so lange suchen müssen. Ah. Ja, das stimmt. Wir könnten uns auch einfach hochbeamen und wieder runterbeamen. Das könnten wir natürlich tun. Wollen wir was machen? Ja. So, jetzt mein ganzes. Spartes? Ja, eben hab ich, war ich genau vor dem Mikrofon gewesen. Jetzt ist es ein bisschen. Zu laut. Ja, jetzt bin ich hier ganz schön laut. So. Gut, hier geht's schon mal nebenan so ein Stück runter. Und dann würde ich sagen, graben wir uns hier runter. Schwupp. Ja. Wie ist es denn? Können wir unseren Teleporter unten aufstellen und den wieder mitnehmen oder so? Oder wir können auch so hier runterlaufen eigentlich. Nee, komm, wir graben uns so nach unten. Ja, wenn wir alles gefunden haben, dann gehen wir doch eh weiter, oder? Ja.
Ja, sowieso nur ein bisschen was an irgendeine Ratte oder sowas in der Art. Leider keine Fackeln mehr. Oh, shit. Ist immer so, wenn ich. Und du, ach, du bist so eine doofe Fledermaus. Ich hab das sonst immer bei Starbound ganz gut hingekriegt. Fackelt. So, hier geht's ja schon mal ganz gut nach. Ah, hier, guck mal, hier kommt auch gleich. Was hat das denn? Das ist ja blank gemacht. Okay, das war ein Leuchtdingsbums. Ja, ein Leuchtrohr. So ein elektronisches Leuchtding. Hm. Du. Gibt's doch nicht. Geschafft. An die Kiste rennt eine Wand der Kiste. Ich habe die Kiwi gefunden und Copperohr habe ich auch gefunden und ich weiß jetzt, wie man Kiwisaft herstellt. Spannend. Das ist lecker. Also ich muss sagen, Kiwisaft hört sich gerade wirklich lecker an. Ganz schön hartes Gestein. Aua. Ja, das ist dieses komische Gestein, was man so blöd abbauen kann. Da ging es ein bisschen tief nach innen. Ah, sag das doch ein bisschen früher. Da ging es tief runter. So, ich muss mich ganz dringend heilen, aber ich habe noch keine Bandages gebaut. Hm, das ist blöd. Ich halte so lange diese Leuchtdinger auf. So, Bandages. Jetzt weiß ich auch, ich weiß jetzt, wie man Karottensaft, Karottenbrot und Tomatensaft macht. So, wo ist denn hier die, jetzt habe ich sie zwar gebaut, die Bandages, aber, ach, da sind sie, 57 Stück habe ich, die lege ich mir mal auf die 9. Und hau mir mal gerade welche hinter die... Wickelst mal deine Ölleitungen. Was haben wir hier? Das ist schon leer, das ist schon vom Affen leer gemacht worden. So, hier ist Kupfer. Kupfer hatten wir eigentlich auch ganz wenig nur. Das können wir auch mitnehmen. Ja, ich habe hier gerade irgendwas Bohnliches gefunden. Ganz wichtig wäre es eigentlich, und hier ist auch, glaube ich, Eisen. Ja, zweimal Eisen. Ganz wichtig wäre es auch, wenn wir diese Update-Dinger finden würden. Ups. Ja, ich habe 10 Stück gefunden. Wie findest du das denn immer so schnell? Kisten. Ich habe hier zum Beispiel auch ein unterirdisches Dorf mit Bewohnern gefunden. Wo ist der denn schon wieder? Eine Laterne gefunden, die Spaß macht. Ach, Herr Bewohner, was? Wooden Crate. Und da ist. Coffee Seeds habe ich gefunden, Iron Ore habe ich gefunden. Kaffees. Ja, ich wollte dir noch Coffee Seeds schenken. Hast du schon Coffee Beans gefunden? Nochmal hier, die Lampe gefällt mir, die nehme ich mit. Ach, das war ein Hanging Basket. Okay. Ne, den Stuhl haben wir schon. Ja, aber das ist ja nicht so das, was wir suchen. Ein Kupfer. Ich grab mich mal hier direkt nach unten. Kommen die hinterher. Da unten kommt direkt wieder eine Höhle. Oh. Vielleicht graben wir uns ein Stück nach da drüben, um das hier zu umgehen. Ja, stimmt. Wir wissen, wie schnell die Kupferspitzhacke ist. Ich glaube, die halten nicht so lange, oder? Oh, die geht schnell ab. Und die war 3x3. Oh. Aber. Die halten halt nicht lange, das stimmt. Die kann man aber, glaube ich, wenn du jetzt Kupferohr nimmst, also Kupfererze, dann kannst du die, glaube ich, wieder reparieren. Ja, das kann gut sein. War jedenfalls früher mal so. Weiß ich auch noch. Ich bin wieder ein bisschen nach unten gesegelt. Ja, ich bin hier noch in der Wand. Jetzt bin ich durch. Hier liegt allerdings auch viel Kupfer rum. Wobei, das brauchen wir, also Kupfer brauchen wir jetzt momentan aber gar nicht so dringend. Wir bräuchten eigentlich mehr Eisen.
Ja, stimmt, aber wir brauchen halt für das Stahl brauchen wir auch Kupfer. Warum auch immer die Stahl eine Verbindung aus Kupfer und Eisen. Ja, das ist ja ganz logisch. Also wird ja aus Stahl und Kupfer wird es ja hergestellt. Stahl. Eisen. Nee, Stahl wird ja aus Eisen und Kupfer hergestellt. Weiß doch jeder. Ja. Also nur im Starbound-Universum, aber. Gut. Ja, woanders. Wo war das denn noch, wo so ganz irrwitzige Sachen waren? Ich habe wieder Diamanten gefunden hier. Oh, das ist gut. Ein bisschen Kupfer. Fackeln mehr. So, du hast also 10 von diesen Updates gefunden. Das heißt, wir können einmal das Ding hier updaten, gell? Du kannst deins updaten. Ja. Und dann müssen wir mal gucken, dass ich auch noch 10 Stück von diesen Dingern finden, weil nämlich 10 von diesen Updates ergeben eins von diesen Updates. Von diesen also, Updates, die wir brauchen. Also es ja, sind so also Update-Stücke. Ja. Ich grab mich hier nochmal runter. Ich laufe hier so ein bisschen durch die Höhle und lasse ich hier noch. Iron Ore, Iron Ore. Hier ist ganz viel Iron Ore. Iron Ore? Eisenöhrchen. Oh, du kannst glaube ich herkommen. Hier lohnt sich's. Mach mal hier eine Fackel hin. Bei den Dorfbewohnern dein Haus auszurauben. Das lohnt sich hier echt. Das ist richtig viel Eisen. Komm ich mal her. Hast du deine Eisenspitzhacke noch? Kupfer? Ja, hab ich noch. Na ja, gut. Das habe ich hier natürlich das schon abgebaut. Wir müssen ja auch noch was. Hier kommt auch noch was. Ja, wow. Oh gut. Doch nicht so tief runter. Der Affe ist immer zuerst bei den Kisten. Das fällt mir immer wieder auf. Ja, da sind jetzt. Ich habe jetzt noch eine Platinium-Spitzhacke gefunden. Das klingt doch gut. Und ich habe jetzt 21 von diesen Meta-Manipulator-Modulen. Das heißt, wir können jetzt. Jeder kann ihn einmal upgraden. Das ist jetzt die Frage. Gehen wir nach oben und machen das schnell, weil dann kommen wir ja schneller voran. Stimmt. Ich kann auch meine Spitzhacke weiter benutzen. Ja, du hast ja eine. Ich hätte ja auch schon welche, wenn ich zwischendurch mal an die Kisten kommen würde. So, hier noch ein bisschen Eisen weggeschlagen. Das hier ist doof, das Zeug. Reparieren geht übrigens nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal nach oben und tu mal ein bisschen reparieren. Bleib du doch hier unten, dann kann ich mich zu dir beamen. Wenn ich dann wieder zurückkomme, dann gehst du nach oben. Ja, soll ich dir die Hälfte von meinen Mitte... Das wäre cool, ja. Ah, irgendwo habe ich sie da ins Nichts geschmissen. Hast du noch zufällig Fackeln oder sowas? Ich kann nur noch 4 Stück machen. Also ich habe nur noch 4 Stück. Oh. Aber guck mal, was hier alles ist. Siehst du das? Ja. Ich gehe mal kurz nach oben. Okay. Es geht ja jetzt, coolerweise geht das ja jetzt. Früher musste man sich immer an die Oberfläche zurückgraben. Es hat sogar nur gereicht, dass du den Hintergrund einfach weggebaut hast. So. Zeitlang hat es nur gereicht. Ach nee, pass auf, ich muss ja erst dieses komische Ding herstellen. Das war an der eisernen Werkbank, gell? Ja. So, dann nochmal hier drauf. Und jetzt machen wir Update. Erfolgreich! So. Hat jetzt den Abbau-Level erhöht. Was haben wir jetzt hier nochmal? Dann brauchen wir 2 Manipulierer-Dingsbums. Also wir müssen 20 Stück sammeln. Jetzt gehen wir mal runter zum Maggi. Dann kann der auch updaten. Ja. Natürlich war der hier schon. Oh Mann, Mist. War aber nichts drin. Dann gehe ich mal nach oben. So, ich bin gespannt, was wir jetzt hier... Hä? Ach so, ich bin auf dem falschen Ding. So. Aha. Also vom Update... Ist es jetzt schneller geworden?
Bin jetzt nicht sicher, dass es schneller geworden ist. Nee, es ist auch kaum zu merken irgendwie. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Es gibt ja irgendwie 10 Upgrade-Stufen oder so. Müssen wir mal ein bisschen Kohle abbauen, oder? Damit wir hier neue Fackeln bauen können. Ja, ich habe lange keine mehr gesehen. Aber ich kann auch mal gucken, ob ich... Na, ich kann auch welche herstellen. Ich komme noch mal... Ich komme gleich noch mal wieder. Fackeln. Wo sind sie? Hier müssen die irgendwo sein. Na? Ah, ich habe 44 Stück. Ich kann dir die Hälfte abgeben. Okay. Ja. Wäre nett. Ich bin aber noch gerade woanders. Noch gerade was am gucken. Ach, hier ist doch Eisen. So, Eisen. Ah, doch, es geht schon ein bisschen schneller. Muss ich schon sagen. Ja, doch, geht schon schneller. Okay. So, da kommt, glaube ich, noch was. Ja. Lass ich den Roboter jetzt auch noch mal ein bisschen aber erkunden. Das war ja voll die Niete hier. Pass auf, ich gebe dir erstmal die Hälfte von den Fackeln ab. Okay, wo sind sie denn? Sind sie gelandet? Da. Was mache ich denn die ganze Zeit hier? Sandy Pricks kann ich jetzt bauen. Da findet er schon wieder eine Kiste. Das gibt's doch gar nicht. Ich bin da drüber gelaufen und hab's nicht gesehen. War eine Teleportation Core war da drin. Ich spring dir einfach mal hinterher. Copper Ore. Okay. Ja, ich hab lange kein Eisen. Ich dachte, da hinten ist Eisen. Sandstorm Bricks kann ich jetzt auch craften. War kaputt. So, wir brauchen als nächstes brauchen wir ein Schwert. Und was war noch unsere Aufgabe? Wofür wir viel Eisen brauchten? Ach, für Stahl, genau. Ja. Stahl. Und dann brauchen wir auch Kupfer. Dann baue ich einfach mal hier ein bisschen Kupfer auch ab. Ich würde nämlich gerne vor dem Ende der Folge würde ich das gerne noch hinkriegen. Meinst du, das kriegen wir noch? Ja, ich weiß. Ja. Könnten wir schaffen. Dann 2 Minuten? Wir... Ja. Ah, hier ist jetzt gerade viel Eisen. Wir könnten hier mal testen, ob hier so und ob das mit dem Teleporter hier funktioniert, dass wir den hier aussetzen können. Wir können dann später wieder hier hin. Oder ist das hier nicht so lukrativ? Meinst du, hast du denn Teleporter? Ich habe so ein komisches Ding hier. Das ist aber nur der Kern für den Teleporter. Wir müssen uns noch den Teleporter selber kaufen. Ach so. Ich glaube, der kostet 2000 Pixel. Ach so. Oder sogar 3000. Ach so. Ja, deswegen. So schön wäre es gewesen. Ja, ja, ich weiß. Gut, Wollen wir es mal versuchen? Komm, wir gehen mal nach oben und testen mal, ob wir schon genug zusammen haben. Ja. Dann einmal nach oben. Vielleicht fängt sich mein Spiel dann auch wieder. Hängt oder was? Ja. Oh ja, hier oben geht's. So, 27 Kupfer konnte ich machen, 45 Eisen. Jetzt kann ich hier Steel machen. Wie viel Steel brauchen wir denn? Ich weiß es nicht. Also ich habe erstmal 15 Stück gemacht. Ich habe mal 10 gemacht. So, ich kann auch jetzt einen Steel Hunting Bow craften.
So, Gunpowder können wir auch machen jetzt. So, Waffen wollten wir gucken. Nee, Waffen. So, hier ist Waffen. So, ist ein Hunting Bow ist jetzt hier nur. Ich konnte doch vorhin irgendwelche Schwerter bauen. Hä? Ach, das war. Ja, genau, das war ja am Eisen. Am Schmiedeplatz war das gewesen. So, jetzt hier Waffen. Und da hatte ich vorhin gesagt, es gibt eine, die ist ein bisschen besser wie meine. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Für 3-4 Punkte irgendwie das Eisen ausgeben, hä? Welche waren das gewesen? Hier die. Die ist aber auch two-handed. Die hat 2 Punkte Damage mehr und ist ein. Ist genauso schnell. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. Ah, Wooden Planks brauche ich hier. Gut. Ja, ich kann aber noch keine Stahlrüstung bauen. Magie? Ich habe mich aus Versehen gemutet. Ich habe die ganze Zeit geredet, aber. Ja. Du brauchst die Metal Workstation. Ja, da bin ich doch dran. Nee, das ist die Iron Workstation. Da musst du aus 8 Stahl eine Metal Workstation machen. Okay, warte mal. Metal. Okay. Die habe ich gebaut, die habe ich gebaut, die habe ich gebaut. Wo ist sie? Was ist denn das hier? Achso. So, hier ist das schöne Ding. Kann ich dafür den anderen Anvil abbauen? Wir brauchen 20 Stahl für eine komplette Stahlrüstung. Okay, da muss ich nochmal Stahl machen. Ne, das war ja hier am Ofen. Stiel. So, ich konnte noch 18 Stück machen. Mal gucken. Rüstung. So, Soldier heißt es bei mir. Soldier Helm. Ja. Soldier Breastplate. Und Soldier Pants. Und da kommt Titanium. Steht jetzt auch schon als nächstes hier. Ja. So, mir fehlt noch Stahl. Also ich kann mir die Rüstung nicht komplett machen. Ich habe gar keine Rüstung mehr an. Du musst du erst wieder anziehen. Weil du brauchst eine Eisenrüstung. Ah, verstehe, verstehe, verstehe. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal eine Eisenrüstung machen, oder was? Weiß ich gar nicht. Ob der auch. Ich glaube, hast du der noch Kupfer? Auch, ja, habe ich noch. Dann komm mal her, ich gebe dir Eisen. Beam to Party Member. So. Ja, ich komme. Kupfer. Ja, jetzt brauchst du es ja wieder. Ich hab dir die Hälfte gegeben. Aber jetzt habe ich dir ja mein ganzes. Ach, du hast dir mein ganzes Eisen gegeben. Ja, damit du dir eine Rüstung bauen kannst. Achso. Ich habe auch noch keine tollen Hüte gefunden. Jetzt mal hatte ich doch so tolle Hüte andauernd. Ja. Falsche Sache da. Oh, die Chestplate. Mir fehlt nur noch der Helm. Das sind 6 Stahl. Und ich habe noch 1. Warte mal, warte mal, warte mal. Hab ich nicht auch noch hier Stahl? Ich hab dir ja mein Eisen gegeben, aber. Nee, Stahl habe ich auch nicht mehr. Ich sehe es jedenfalls nicht. Aber man muss ja auch immer hier oben gucken. Nee, oben habe ich auch keinen Stahl mehr. Wenn du mir mein Dings zurückgeben kannst, mein. Da? Mein Kupfer, was ich dir noch gegeben hatte, dann. Habe ich schon. Ah, okay, dann kann ich mir noch. Aber ich müsste doch eigentlich auch noch Stahl einstecken haben. Stahl, 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 Stahl. Nee.
Da ist das Ding. So. Ja. Dann habe ich tatsächlich alles aufgebraucht. Gut, ich habe jetzt... Ich habe jetzt alles. Also ich habe jetzt mal auch meine Rüstung. Lad mal kurz dein Dings ein bisschen. Habe ich noch ein Ei für dich? Das heißt, wir müssen das nächste Mal nochmal Eisen sammeln, damit wir dann die Rüstung bauen können, die wir verschenken, oder was? Also tauschen gegen die Koordinaten. Ja, so habe ich das richtig. Ja, wenn ich das... Ja. Equipped, also... Workstation. Order to craft, come back with your equipped. Okay, ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen, liebe Leute, in der nächsten Folge, da werden wir uns darum kümmern, dass wir dann diese Aufgabe auch lösen können. Dann kommen wir nämlich vielleicht zu den Pinguinen und können den ersten Bosskampf schon mal machen in der dritten Folge, in der vierten Folge. Vierten Folge? In der vierten Folge. In der vierten Folge den ersten Bosskampf gegen die Pinguine. Das ist immer schon ziemlich fordernd gewesen. Also ich hatte einmal eine Waffe, die konnte sehr gut schießen. Die habe ich irgendwo gefunden. Das war irgendwie so eine Spezialschusswaffe schon. Damit habe ich die Pinguine total schnell platt gemacht. Aber ich glaube nicht, dass wir die bis dahin finden. So, liebe Leute, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt was in die Kommentare. Und vielleicht haben wir irgendwas vergessen oder haben irgendwas nicht beachtet. Dann schreibt uns das auch in die Kommentare. Ich sag mal Tschüss für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss.